Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Obduction. Lass uns mal gucken, wie wir diesen Typen nun helfen können. Ach du meine Güte. Oje. Ja. Ja, ich weiß, hiermit kann ich die Tür öffnen, aber nicht wirklich weit. Wie kann ich dir helfen? Und wie komme ich da auf die andere Seite? Und was ist das da für ein Ding? Hey. Oh Mann, das tut mir so leid. Ich möchte dir gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Kommen wir da oben dann irgendwo noch ran? Habe ich hier denn irgendwas übersehen oder so? Das hier ist nur der Transporter, ne? Okay. Nee, hier gibt's nicht. Da geht's noch. Irgendwo hin. Nee, hier geht's nicht hin. Was soll ich denn wohl tun? Ist auf dieser Ebene noch irgendwas? Nee, hier sind wir auch direkt schon da am Start. Da haben wir uns schon umgesehen. Das hier, weiß ich nicht, wen ich da auswählen soll. Also gibt es ja nur diese Möglichkeit hier. Was stand denn da nochmal in dem Buch? Tja. Okay. Wir werden vermutlich einen Menschen auswählen müssen. Mufang sind hier auch, sehe ich gerade, aber nur einer Spezies. Okay. Ja, keine Ahnung. Wie aktiviere ich euch hier? Ist nichts zum dran aktivieren, ne? Was mache ich hiermit? Keine Ahnung. Tja. So, wo geht's denn jetzt weiter? Also das Einzige, wo er nicht spielen kann, ist das hier. Und das war, um die Tür zu schließen oder zu öffnen. Da, geschlossen. Na. So. Hat sich hier irgendwas verändert? Nee, sehe ich nicht. Jetzt ist die Tür offen. Aber hier ist auch nichts weiter passiert, ne? Wie komme ich ihn da ran? Und was kann ich tun? Ich lasse die Tür besser mal geöffnet, ne? Nee, was? Laufen? Ah, okay, so geht das. Ach, ah, verstehe, okay. Das hatte ich vorher noch nicht gemacht, aber gut. Spaziergang. Ja, cool. Was kann ich noch weitermachen? Ich kann hier nichts weitermachen, oder? Das Ding ist oben. Ich sehe auch nichts, was ich noch tun könnte. Gibt es hier irgendeinen Hinweis? Da kann ich nur eine Nummer eingeben, um eine der Katakomben zu öffnen. Die Kokons haben sie das, glaube ich, genannt, ne? Aber wo? Wo kriege ich dann auch raus, welcher Katakomb der richtige ist? Tja, wir können alle möglichen Leute hier rausholen, ne? Keine Ahnung. Es müsste doch einen Hinweis geben, welcher Katakomb der richtige ist.
Selbst wenn das einen Hinweis gäbe. Probieren wir mal irgendwas aus. So, unser L funktioniert hier nicht, weil hier fehlt irgendwie ein Button. Ja. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Da ist jeder Weg ist. Ist ja einer von den Mofang. Nee, Ballerein. So. Ballerine. Ja, aber ich habe keine Ahnung, welches hier der richtige sein soll. Mal abgesehen davon, dass ich nicht weiß. Ich weiß, wen wir hier hochholen sollen. Ich wüsste auch nicht, wie ich die jetzt wieder, wiederbelebe. Mal ganz davon abgesehen, habe ich das Zahlensystem habe ich mir auch nicht gemerkt. Die ist leer. Okay, fabelhaft. Okay, was kann richtig sein? Ich weiß es nicht. Ist wieder Ihmchen. Noch ein Ihmchen. Okay, das sieht ein bisschen so aus wie das L-Zeichen. Ne? Macht aber denselben draus. Ja, und wenn er jetzt derjenige welche ist, kann ich den denn irgendwie zu Hilfe holen? Ich probiere es mal, ob ich jetzt hochkomme. Jetzt, weil ich den Mofang gesehen habe, dass das irgendwelche Konsequenzen hat. So. Nee, da schiebt er den wieder weg. Das funktioniert also nicht. Ja, ich komme jetzt wieder nach oben. Fabelhaft. Okay. Hier kann ich auch nichts dran machen. Hey, ich habe deinen Kumpel gesehen. Das ist so blöd, dass ich habe deinen Kumpel gesehen. Sind da auf der anderen Seite noch eine Kombi? Nee, das endet auch hier vor der Tür. Nee, und da lang gelaufen sind wir schon, da kommen wir wieder zurück. To the beginning. Ich würde wetten, dass es hier mit was zu tun hat, aber ich habe keine Ahnung was. Irgendwie so. Da haben wir wieder die 51. Ja. Oh, das geht aber sehr tief runter hier.
14, 10. Was können wir da? 14, 9. Okay, wer ist das? Oh, hi. Guten Tag. Warum haben die sich alle in diesen Kokons eindingsen lassen? Ich meine, so ist das doch, ja, weiß ich nicht. Die 1413, aha. So überleben die doch auch nicht. Guten Tag. Schicke Krawatte. Wer ist das? 1413, können wir mal im Buch nachsehen, ne? Okay. Gut. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich finde es auch blöd, dass es hier keinen Hinweis gibt, wie es nun weitergehen soll. Und unser Kerlchen da oben hat ja auch nichts weiter von sich gegeben, ne? Ich nehme an, der ist tot, oder? So, und... Naja. Da drüben müsste doch ein Mensch sein. Nee. Sehen wir von hier aus nicht. Oh. Was ist das? Hey, alles cool? Ja, ich versuche dir zu helfen, okay, aber ich komme hier irgendwie nicht ran. Aber ich muss wohl eben den richtigen Auslöser erwischt haben. Einer von den beiden Typen da eben war wohl richtig, weil jetzt ist die Tür offen. So, ah, Jungs, ey. Echt jetzt? Ah, hier, ist das nicht unser Kumpel? Hi, es hat ihn erwischt. Nee, das ist nicht unser Kumpel, oder? Das sieht nicht gesund aus. Das solltest du mal untersuchen lassen. Was ist das hier? Das wirkt nicht gesund, oder? Das wirkt nicht gesund. Ich glaube, das möchte ich nicht. Ich gucke erstmal hier noch, was es hier gibt. Okay. Sind wir dort schon gewesen? Ja, ja, das ist von vorher die Station, oder? Bin unsicher. Oh, hier liegt ja auch noch einer. Hi. Oh je, oh Mann, ey, was habt ihr hier gemacht und warum? Okay, was kann ich denn hier mitmachen? Wieder so ein Lasergedönse, mit dem ich die Kugel hier zerstören kann. Das finde ich sehr praktisch. Ja, es ist ein Laser. Uff. Na also. Okay. Was haben wir denn hier? Wo kommt dieses Geräusch? Ach, warte mal, kann ich auf den Typen auch nochmal schießen? Moment mal. So, ich würde gerne. Augenblick. Das kann ich nicht mehr benutzen. Doch, ich kann ihn benutzen. Also. So, darüber. Und da hoch. Und hier kommt, dann stirbst du wenigstens durch. Nein, nicht so weit. Ist ein bisschen träge. Nee, halt so. So, ist schon super. Okay. Nee, nicht runter. So, ne? Und kabumm. Na also, haben wir ihn ganz getötet. Alles klar. So, aber die Frage ist... Nee, halt. Moment mal hier. Können wir da auch die Bruchstücke wegschießen? Das wäre... So, jetzt ist es aber Präzisionsarbeit hier, ne? Nein? So? Nein, nicht so doll. Okay. So, und... Ach, Alter. Okay. Und... Nee, geht nicht. Nee, Mist, geht nicht. Ich hatte gehofft, dass ich die... dass ich die Stücke da wegschießen kann. Ja, er ist jetzt komplett im Eimer.
Okay, so. Und die Waffe ist auch noch einmal, das ist gut. Was haben wir hier? Du bist jetzt nicht mehr bedrohlich, ne? Du kommst doch von irgendwo anders her hier. Das sieht doch verdächtig nach so einer Transportkugel aus. Was haben wir da? Ah. Okay, so. Hier können wir jetzt unser L aber wieder ausprobieren, ne? Nee, nicht dieses, sondern so. Und dann so rum war das doch. Und hier, jawohl, das funktioniert. Okay, alles klar. Aber ich möchte dem Typen da oben helfen. Warte mal, wo geht's denn da hin? Aha. Okay. Noch ein Weg, der freigeschaltet werden kann. The door is open. Ach, das jetzt haben wir den Zugang eingerichtet. Na, noch nicht ganz. Der hier ist wieder. Hä? Okay, die Tür ist wieder zu. Okay, man kann wohl nur eine von beiden Türen öffnen. Macht nichts, wir haben jetzt die richtige offen. Alles gut. Wir kommen da wieder zurück. Genau. So, was wollte ich noch? Hier drüben über die Brücke. Wie kann ich dem Typen helfen? Okay. Oder muss ich ihn etwa auch umbringen? So wie mein Kumpel da. So, da geht es rein. Da geht es in den Bau. Das Transportsystem ist auch wieder abgeschlossen. Das ist bestimmt nicht gut. Guck mal, wie schön. Gut, ein bisschen bunt, aber schön. Ja, wir können leider nicht durchs Wasser tapsen. So, hier ist der Baum. Ast rein. So, wie aktiviere ich dich denn? Ich möchte immer noch. Speichern. Okay. Ich möchte immer noch dem Typen helfen. Jetzt geht's weiter. Ich kann ihn da noch nicht einfach so liegen lassen. Ich könnte ihn auch erschießen. Ja, aber den will ich gar nicht. Was ist jetzt? Oh, ich dachte schon, er hätte sie aufgehängt. Meine Güte. So. Oh. Schön. So, und ihr seid hier wahrscheinlich alle. Naja, da geht's gar nirgends vorhin. Nein, da geht's gar nichts. Oh, guck mal, cool. Das sieht aber nicht nach unserer Galaxie aus hier. So, dann lass mal sehen. Wassermarsch, ne? Ne, hier scheint noch irgendwas zu fehlen. Ist das richtig mit dieser galataartigen Masse da unten? Da kommt's her. Da geht's auch irgendwo hin. Aber da komme ich nicht ran. Nein, hatte ich etwa in einer der letzten Folgen das Wasser abgestellt? Das wäre aber nicht gut. Jetzt haben wir den ganzen Weg hierher veranstaltet. Und dann sagen wir nicht, dass ich hier jetzt nicht weiterkomme, nur weil ich das Wasser abgestellt habe. Das wäre aber blöd, vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, wie es wieder zurückgeht. Okay, also die Wasserleitung kommt hier her. Und da scheint mir kein Verbindungsstück zu sein. Das Voltmeter ist aus. Kann ich denn sonst noch was hier dran rumklicken? Bleibt mal da? Nee, er schwenkt wieder zurück. Ha. Ist ja blöd. Und was jetzt? Ich muss wohl dem Typen doch mal helfen, ne? Was ja auch gut ist. Was grundsätzlich ein guter Plan ist. Hier. So. Ui, wieder Speicherpunkt. Okay, alles klar. So, und? Na.
So, das haben wir. Ja, aber erstens, wie komme ich zurück, um zu kontrollieren, ob das Wasser wirklich an ist? Oder muss ich das hier irgendwo anschalten? Glaube ich irgendwie nicht so richtig. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas übersehen, ne? Ja, ja. Da unten komme ich nicht hin. Oder? Nee, komme ich nicht hin. Ja, ja, ich weiß. Psst. So. Und hier geht's nur da oben hoch. Muss ich ihn echt töten? Das wäre Kimi mir aber sehr unangenehm. Diese Tür ist offen. Genau, das war das. Diese Tür ist auch geschlossen. Was? Das heißt, ich kann jetzt nur da lang laufen. Okay. Da komme ich nicht mehr rein. Das heißt, ich kann jetzt nur zurück. Halt, hier ist... Doch, ja, diese Brücke hatten wir schon aktiviert. Okay. So. Ich muss jetzt also wieder zurück, ja? Don't panic. Nee, halt, doch, ist richtig. Hier hoch. So, und hier ist unser Object of Interest. Na, so. Dann kann ich mal kontrollieren, ob das Wasser noch an ist. Jetzt hat es funktioniert. Okay, ich war nochmal in der anderen Welt. Ich war nochmal in der... das sieht nicht gesund aus. Ich gehe lieber mal ein bisschen höher. Ich war nochmal in der Wüstenwelt. Ich hatte das Wasser tatsächlich abgestellt. Wer hätte das gedacht? Und jetzt, juhu, es funktioniert. Ach, guckt euch an. Der Baum wird leben. Jawohl. Der Baum wird leben. Komme ich denn jetzt hier eigentlich irgendwo weiter? Mal da zum Beispiel. Ja! Oh, cool! Ich meine, ich wollte sagen, oh, cool. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich dazwischen wandern. Ach, herrlich. Das ist ja klasse. So, jetzt müsste ich in der Rot, ne? Ja, ich müsste in der anderen Welt da sein. Das heißt, sagt mir aber auch, dass ich es noch nicht geschafft habe, in der Mechanikwelt den Baum zu aktivieren. Das müssen wir aber noch machen, ne? Nee, siehste, hier ist nämlich noch nicht. Nee. Okay, fantastisch. Gut. So, wo geht's hoch? Da geht's hoch. Okay, super. So, und jetzt raus hier. Jawohl. Zack. Ladebildschirm, natürlich. Okay. Gut, und da sind wir. Da sind wir beim Baum. Tja. Die Frage ist allerdings, was machen wir denn jetzt? Wie helfen wir dem Typen? Wo ging es denn hier nochmal lang? Ach, das war das hier. Ja, genau. Wie helfen wir dem Typen? Und wie kann ich in der Mechanikwelt den Baum aktivieren? Tja. Wie komme ich denn in die Mechanikwelt nochmal hin? Da, ne? War das nicht hier? Nee. Das war es nicht. Das war die Welt, in der wir gerade waren. Wie machen wir denn jetzt weiter? Wie machen wir jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung. Tja. Sollen wir mal auf den Schrottplatz gehen oder so? Weiß ich nicht. Ach, ich glaube, das ist eine ganz gute Gelegenheit, heute mal schon mal ein bisschen früher Schluss zu machen. Ne? Die letzten Folgen waren so lang. Deswegen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen.
So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, alle. Tschüss.